Oh. Scheiße. Jetzt randaliere ich ja auch noch rum. Wo ist der EMS? Oh, oh Gott. Oh Gott. Ah! What the fuck? For fuck's sake! Come on, let's go. Alter. We got you. Alter. Was ist das denn? Give them some room. Alter. Ich will mal sagen, das nennt sich Pünktlichkeit. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Make it say they run my home. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD-FR mit mir, dem Razor und Raya. Wir spielen hier oben in den Wynwood Hills und die Tür ist noch auf. Wir spielen hier oben in den Wynwood Hills, das hat mir ein Zuschauer vorgeschlagen. Ich soll ja doch mal in den Wynwood Hills spielen und dann machen wir das auch mal. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, haben wir hier, ja okay, perfekt. Und ja, deswegen haben wir auch hier das entsprechende Auto. Sieht es nicht so hübsch aus, weil das nämlich das Standardauto aus GTA 5. Aber gut, was soll's, ne? Das machen wir jetzt halt mal damit. Ich glaube, da gibt es eh kein passendes dafür, weil. Also was willst du da machen? Weißt du, da in dem Ding spielt eigentlich eh kaum einer. Da vorne steht ein Sheriff-Auto, ich weiß gar nicht warum. Ist da was? Hallo? Hallo? Geht's Ihnen gut? Ich denke mal, der jungen Dame geht's schon gut. Ich würde sagen. Wir fahren einfach mal los. Also wie gesagt, wir sind hier in Wynwood im nahen Umland von Los Santos quasi. Und fahren jetzt hier ein bisschen auf Streife. Lassen den mal vorfahren. Auch hier haben wir natürlich wieder die Dashcam, wie man sieht. Die ich ganz cool finde bei dem Auto. Also es hat was. Shots fired on officers. Das machen wir mal. Komm, da stoßen wir mal zu. Ah, wir drehen hier mal. Wir gehen mal raus hier, komm. Das geht mir auf die Nerven, die First Person. Alter. Ja, da nimmt er uns erstmal. Okay. Egal. Machen wir so, oder? So fahren wir hin. Da vorne sind Shots fired. Ich hoffe, das schaffen wir. Ansonsten. Ne? Kämmer. Oh Gott, da wird schon. Okay, da wird krass geschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen auf den Boden. Wir müssen runter. Scheiße. Ich muss mir die. Oh, oh. Komm, eine Pistole geben. Okay, die Tür ist jetzt auf, das ist scheiße. Alter, wir brauchen Unterstützung. Nicht den Taser nehmen. Was, ich hab den SF getasert bekommen. Und ich nehme die Waffe hier weg. Oh, das fliegt ziemlich tief, das Flugzeug. Okay. Wir haben es geschafft, wir haben den tatsächlich durch die Scheibe getasert. What the fuck, Alter? Wir haben es geschafft, den durch die fucking Scheibe zu tasten. Ich habe mich übrigens wieder nicht auf den Teamspeak ausgelockt, Schlaumeier. Gut, wir haben hier einen toten Officer. Für den holen wir mal EMS. Natürlich holen wir auch für den hier einen EMS. Ich habe den jetzt aus Reflex halt noch getötet, weil ich ja dachte, der lebt noch. Dass wir ihn getasert haben, habe ich das später realisiert. So, wir parken hier mal ein bisschen Karre ein bisschen um. So, dass sie hier nicht im Weg steht. So, komm. Helfen Sie uns. Komm, Sie machen das. Alter, was macht die da? Komm. Sollen wir Wetten abschließen? Ich sagte, der Polizist wird aufstehen. Und das Opfer nicht. Mal gucken, ist jetzt 20 Euro. Boah, ist das scheiße. Der geht eh von meinem Gehalt weg, also von dem her. Okay, also der kann schon mal nicht geholfen. Ha! Ich wusste es! Ich wusste es! Oh lol. Der Polizist ist angry. What the fuck? Ey, nicht von meiner Karre hier. Und vor allem nicht von meinen. Wieso schießen sie auf den... Ey. Ich hab sie nicht wiederbelebt, damit sie jetzt hier rumschlagen können, ne? Geht's ihnen gut soweit? Zumindest habe ich meine Wette recht gehabt. So.
Wir steigen mal ein. Für den, das machen die, ne? Das ist deren Fall, nicht meiner. Da müssen wir jetzt nichts für rufen. Ja gut, lass mal kurz vor. Und wir fahren mal weiter. Sollen wir den mal anhalten? Ich glaube, den halten wir mal an. Oh Gott, bitte mal rechts ranfahren. Nicht links ranfahren. Nee, komm, das machen wir nochmal. Fahren Sie mal richtig rechts ran hier. Oder muss ich Ihnen das nochmal beibringen? Genau, ja, okay. Das zahlen Sie dann eh nochmal, weil Sie haben die Mauer beschädigt. So. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte mal gerne Ihre ID. Ey, nicht hier Gas geben, ja? Wie geht denn das jetzt nochmal mit N, ne? Genau. Chris Franco, okay. Herr Franco, gucken, was wir so gegen Sie haben. License ist suspended, Herr Kollege, ja? Schalten Sie bitte mal aus. Oh, Ihre Karre macht sich hier ein bisschen selbstständig. Alter, wie, gucken Sie mich nicht so komisch an, ja? Ich muss Sie einmal durchsuchen, weil Sie haben Scheiße gebaut. Genauso durchsuchen wir. A package of portable tissues. Ja gut, das ist in Ordnung. Aber Sie werden trotzdem festgenommen, weil Sie haben zum einen die Mauer hier kaputt gemacht und Sie haben keine gültige Lizenz. Und jetzt nehme ich Sie mit. Beziehungsweise ich lasse Sie mitnehmen. Der Herr Kollege hier in dem Auto, der muss gucken, wie er nach Hause kommt. Auf jeden Fall nicht in dem Weg, deswegen, warte mal, Sie müssen auch mal einmal aussteigen. Hallo hier, steigen Sie mal aus. Sie sind, ja, Sie sind so weit. Ey. Ey, ey, bleib, aussteigen. Sie können, nein, Sie müssen sich nicht, aber jetzt steigen Sie nicht. Ey. Jetzt steigen Sie nicht ein. Okay, dann muss ich Sie jetzt festnehmen. Sie wollen mir ja hier nicht, ne? Nicht, dass Sie mich hier wegfahren. So. Hol ich auch für Sie den Transporter, wenn Sie sich nicht den Regeln fügen. So, und das Auto hier ist natürlich jetzt ein bisschen beschädigt, weil der, oh, ein bisschen arg beschädigt hier vorne. Ja, jetzt gehen Sie weg. So, das Auto lasse ich natürlich auch abschleppen. Und dann würde ich sagen, ist auch der Einsatz beendet. So, wir zurück zu unserem Auto. Warten wir noch auf den Abschlepper? Ich glaube, das müssen wir nicht, oder? Das ist jetzt nicht so, das steht jetzt nicht so im Weg, als dass das. Ja, guck mal, die kommen hier. Oh fuck, jetzt haben die natürlich gestriffen. Possible Home Invasion. Oh, da müssen wir uns aber beeilen jetzt. Go already talk to the officer at the scene. Wenn ich jetzt wüsste, wo das wäre. Ah, da unten, okay. Da fahren wir. Oh Gott. Alter, what the fuck? Was ist das denn hier bitte für eine Rampe? Egal. Da fahren wir hin. Ist zwar eigentlich nicht mehr so wirklich unser Einsatzgebiet, aber liegt so an der Grenze, sagen wir mal. Vor allem ist das verdammt weit weg. Naja. Beeilen wir uns ein bisschen. Oh, aber nicht so schnell, dass wir hier irgendwo reinfahren. Ah! Oh Mann! Das ist Home Invasion, ist Einbruch. Mal gucken, was uns da erwartet. Hoffentlich war es nur ein Fehlalarm, aber ich befürchte, dass da wirklich was im Gange ist. Wir machen mal auf stillen Alarm quasi, stelle Sirene. Aber wir fahren nicht aufs Grüne, komm. Machen wir den Hauseigentümer mal nicht den Rasen kaputt, wie der Kollege hier. So, wir machen zu. Use Y to talk. Guten Tag. Hello, sir. Hello. Ja, ja, hier. What happens to you in this house? There are 4 people in the house. They are unlikely to be armed. Thank you for the information. The suspect surrounded. Okay. Wie gehen wir da jetzt vor? Wir gehen da auf jeden Fall nicht alleine rein. Fangen Sie mal, wir parken mal die Karre um. Aber wir gucken da nicht rein. Das wäre ja irgendwie nicht Roleplay. Wir dürfen da jetzt nicht gucken, was da drin vorgeht. Wir parken auch mal die Einfahrt zu, falls die flüchten wollen. Und holen dann noch vorsichtshalber ein bisschen Backup.
und gucken da mal, was da drin hervorgeht. Ich würde sagen, mit unserem Karabiner, oder? Das ist schon ein bisschen was anderes. Ey. Gehen Sie raus oder wollen Sie mir wehtun? Ich glaube, Sie wollen mir wehtun, oder? Okay, dann gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Alles ist gut. Der Kollege macht das, glaube ich, schon, oder? Macht er das? Dann gehen wir mal weiter rein. Macht er das? Zumindest fixiert er ihn. Naja. Nehmen wir hier einen Taser, oder? Das ist vielleicht ein bisschen realistischer. Ey. Das sind zwei. Den tasern wir. Und jetzt nehmt ihr beide die Hände hoch. Wir nehmen mal doch die Schrotze vielleicht. Beziehungsweise die normale Pistole. Dann gehen sie auf den Boden. Wir brauchen hier auf jeden Fall Unterstützung. Ah! Na kommen Sie mal raus hier, komm. Ich kann sie unmöglich beide festnehmen. Sie sind beide irgendwie ein bisschen salty hier. Ich kann sie... Oder ja, vielleicht kriege ich sie festgenommen. Jetzt aber wieder aus dem Weg hier. Ich muss den Herrn Kollegen festnehmen. Warte mal. Gehen Sie mal aus dem Weg. Nehme ich sie hier fest. So, jetzt perfekt. Komm, 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 komm. Der ist festgenommen. Für den holen wir Kollegen. Huch, Kollegen. So. So, und sie. Gehen Sie auch mal auf den Boden. Ey, auf den Boden. Jetzt muss ich auch sie irgendwie festnehmen können. Aber jetzt habe ich zumindest kein... Also jetzt geht sie aus dem Weg. Geht sie aus dem Weg. So, nicht den freilassen, den ihr festnehmen. So, perfekt. Okay, das war gerade mega buggy. Auch für sie um den Transporter. Jetzt ist hier aber noch einer. Alter, gehen sie hier weg. Oh Gott, da vorne gebe ich was ab. So, auch jetzt auf jeden Fall mit Taser. Ja gut, die anderen kommen halt mit. Also, ey. Machen die was? Okay, die greifen ein, perfekt. Nicht erschießen! So, komm. Nehmen sie die Hände hoch. Okay, perfekt. Ich will gucken, ob die Kollegen den vielleicht festnehmen, wenn er mich schlagt. Aber schlägt. Aber irgendwie sind die ein bisschen gewalttätig unterwegs. Naja gut, auch für sie holen wir einen Transporter. Ich stecke hier fest, ich kann nichts machen. Das ist aber nicht gut jetzt. Aber wir müssen mal ganz kurz... Entweder müssen wir kurz rumballern. Wir müssen uns kurz was spawnen. Irgendwas Unauffälliges. Warte mal. Und ein Bike. Motorrad, Cycles. Hier so. So ein. Oh Gott. Damn. Da ist es voll für den Arsch. So, jetzt können wir es auch wieder bewegen. Aber schönes Haus hier. Da würde ich auch einbrechen. Wenn ich kein Officer wäre, würde ich hier einbrechen. So, ich glaube, der Einsatz ist aber für uns jetzt mal endlich beendet hier. Das war irgendwie komisch. Der Einsatz war strange. So. Ich finde das super, dass die meine Karre immer klauen. Das hat immer so was Lustiges. Nicht. So. Holen wir uns das halt wieder. Mein Gott. Was sind das eigentlich für rote Punkte dort? Oder lass mal vorbei. Ja, oder so. Was sind das für rote Punkte? Wollen wir nicht ernsthaft erzählen, dass die Katze eine Gefahr darstellt, oder? Katze! Wenn du nicht jetzt die tasere oder daneben schießt. Die Katze ist der rote Punkt? Ernsthaft?
Ich verstehe es nicht. Na gut. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir halten ihn mal rechts ran. So. Und kontrollieren den Typen hier mal, weil der... Guck mal, wie früh macht der eigentlich hier sein? Um kurz vor 12. Naja gut, immerhin sind sie in den Ruhezeiten. Okay. Also bitte stehen. Nee, ich möchte sie nur anhalten. Hallo. Mal bitte stehen bleiben. Ich hätte mir gerne ihre ID als Laubgebläsebediener. Ja, da muss man natürlich auch kontrolliert werden. Max Gonzales, oder? Ja, passt so. Na, ich tue hier erstmal gar... Achso, ich suche sie, okay. Houston Needle. Ja, guck mal, sind sie jetzt da drogenabhängig. Ich wusste aber, weißt du, diese Laubgebläse-Mafia hier. Mit der ist echt nicht zu spaßen. So, pass auf, wir nehmen... Oh. Ich bin auf die R-Taste gekommen, weil E direkt neben R liegt. Ich bin da so mit... Also mein Finger war so zwischen E und R. Und ich wollte E gedrückt haben, um ihn festzunehmen. Da habe ich eine übergezimmert, ey. Ah, die R-Taste in GTA 5 ist echt für den Arsch. Gut, da brauchen wir kurz EMS. Wir hatten einen Fall von Polizeigewalt. Och, Menno. Oh. Scheiße. Jetzt randaliere ich ja auch noch rum. Wo ist der EMS? Oh, oh Gott. Oh Gott. Ah! Hier was sagen, das nennt sich Pünktlichkeit. Alter. Gut, wir haben Person with a Knife, ja, das ist jetzt viel wichtiger. Wir sind hier fertig. Weißt du, EMS wird ihn jetzt mitnehmen. EMS ist gedespawnt. Er wird ihn aber schon mitnehmen. Wir haben jetzt Person with a Knife, das ist wichtig. Ja, komm, machen Sie Platz. Alter, da war gerade leichte Action. Konnten nein, nein, nein. Oh Gott, da müssen wir eingreifen. Sind Sie auf... Sind Sie auf dem Boden? Sind Sie auf dem Boden? Ey. Der ist gestolpert, der... Okay. Ich kann... Alter! Alter! What the fuck, was geht hier ab? Alter! Scheiße, Alter, what the fuck? Alter! Okay, da kam was von der Seite. Das hat sich nach einer Maschinenpistole angehört. Oh Mann. Scheiße. Ja, da sind wir gestorben. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, dann müssen wir uns kurz noch eine Karre holen. Und fahren dann mal wieder dorthin, wo das alles stattgefunden hat. Scheiße, Alter. Na ja, zumindest, ne, der eine ist nicht mal tot, ne, der lebt noch. Okay, das heißt, wir gehen da mal mit Blaulicht hin. Hey, bleiben Sie doch nicht stehen. Okay, der biegt ab, dann fahren wir hier rum. Das hat sich eh wieder erledigt, oder? Kann man eigentlich abbrechen. Wir können da mal hinfahren, mal gucken. Ey, vorsichtig. Können mal gucken. Ob da noch was ist, aber... So war das hier. Das war eine Straße weiter oben. Never mind. Wir müssen mal eine Straße weiter oben gucken, ob da noch was ist. Aber ich glaube, da ist eh nichts mehr. Außer ein Polizeiauto, was gegen die Wand gefahren wurde. Na, das ist normal. So, hier war das. Oh, nur noch umgeschossen.
Wir brauchen hier auf jeden Fall Backup. Oh. Ey. Alter, scheiße. Ist nicht gut. Alter. Shots fired. Oh Gott. Na ja, der ist tot. Okay. Alter. Der ist doch schon tot. Beruhigen Sie sich. Der ist tot. Mensch. Ah, was machen Sie? Okay. Was machen Sie jetzt genau? Wanted felon on the loose. Ja, das ist wichtig. Da müssen wir jetzt responden. Die Kollegen machen das hier. Ach du Scheiße, was ist das jetzt alles hier für... Achso, das müssen wir denn hier suchen oder was? Hillcrest Ridge Access Road in Rynwood Hills, Blaine County. Okay, wir haben hier unsere wunderschöne... Dings, also wir reparieren einmal kurz. Alter. Okay, wir haben den Schwerverbrecher. Och du Scheiße, ein Turismo. Wenn wir da hinterherkommen, dann aber, ne? Ach du Scheiße. Ja, okay, wir schalten mal Sirene an. Und halten den an. Dann sind wir da stehen. Okay, der flüchtet. Wir brauchen sofort Local Air, weil hier kommen wir nicht hinterher. Eine Verfolgungsjagd. Aber das ist der hier gar nicht. Nein, nicht mich rammen. Jetzt hänge ich hier drin fest oder was? Jetzt fahren Sie. Ich repariere noch mal kurz. So. Komm, die müssen den haben. Wenn nicht, wäre echt scheiße. Weil wir es für den haben, wenn der einmal Vorsprung gewinnt. Ich glaube, die Officer hier haben das ganz gut im Griff. Wurde der rausgetasert oder was? Na gut, wir checken mal die Karre, weil das ist ein Schwerverbrecher. Ach du Scheiße, da macht ein Helikopter da. Ja, jetzt beruhigen Sie sich. Skydiving-Ticket. Ja gut, daraus wird jetzt wohl nichts mehr aus Skydiving. So, und hier... Genau, und hier, was hier drin? A Pillow, ja gut. Dann schleppen wir ab. Und gucken mal, was mit dem Typen hier ist. Wurde der mitgenommen? Ja, scheinbar schon. Also, das haben wir aber gut gemacht jetzt, weil wenn der einmal Vorsprung gehabt hätte, wären wir niemals an ihn rangekommen mit seinem Turismo. Das war gut, dass die Polizisten da schnell... Warte mal, ich glaube, da gibt es Stress. Hallo? Gehen Sie mal bitte hier ein bisschen weg, ja? Naja, gut, ich glaube... Jetzt werden die schon ungeduldig, wir sollten uns mal verziehen. Jetzt geht ja noch total das Verkehrschaos los. Wo fahren wir hin? Wir fahren mal kurz drüber. Was sieht so schön aus in Vinewood? Guck mal, die machen hier ihre Gymnastik. Jetzt fahren wir wieder hoch. Pursuit in progress. Nee, komm, der Verfolgungsjagd sparen wir uns heute mal. Beziehungsweise zumindest eine normale Verfolgungsjagd. Wir sind hier eher so die Leute, die oben für... Wir sind ja quasi eher Ordnungshüter, muss man ja sagen. Wir sind ja Park Ranger und keine richtigen Cops dieses Mal. Auch wenn wir hier ein M4A1 im Gepäck haben, aber das haben die Karren ja eh mal drin. Traffic Stop Backup. Guck mal, das können wir machen. Machen wir mit Code 2 hin. Gucken, dass wir einmal geschmeidig drehen. Ah, kann man da vorbei? Ja, da kann man vorbei. Ja, fahren Sie mich. Lassen Sie mich mal vorfahren. Was ist denn das da hinten irgendwo? Alter, was riechen da für Einsätze? Wo sind denn die? Haben Sie Platz? Da ist irgendwie noch eine Katze oder ein Haustier oder so. Die sind ja Schwerverbrecher. Wissen wir ja seit heute. Haustiere, ne? Immer schön im Auge behalten. So,
vorne ist es. Ein Motorradfahrer wird also angehalten. Parken mal hier. Ach du Scheiße, was geht denn da ab? Guten Tag. Hey, glad you're here. There's an outstanding warrant for a registered owner. This person needs to be arrested. Who's going for the arrest? Machen wir das mal, oder? Ja, komm. I like the adrenaline rush here. Arrest the suspect. Was hat denn der nochmal? Das hab ich vergessen. Ich glaube einfach keine Lizenz, oder? Also, ne? Dann machen wir mal, machen wir das einfach. Komm. Sie sind doch bestimmt lieb. Schneiden Sie mal runter, ja. Ey. Gehen Sie auf den Boden. 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 Genau, legen Sie schön ins Gras, das ist kein Problem. Wir nehmen Sie fest, weil wissen wir noch nicht. Also nehmen Sie auf jeden Fall fest. So, für Sie rufen wir hier einen Transporter. Ja, genau, der verzieht sich einfach mal. Und für den hier holen wir auch mal einen Abschleppwagen. So. Finde ich nicht gut, dass sie hier Lizenz und so, ne? Weißt du, immer noch nicht. Was war das gerade? Ein Blatt oder so? Ich spiele mich schon Bloodborne. Okay, war nicht gut. So, kommt ein. Ach, das Motorrad wurde schon mitgenommen. Nein, das war schon sein Transporter für sie. Ey, können Sie auch doch gerne vorbeifahren. Guck mal, ich stehe doch nicht im Weg. Ja, guck mal. Fahren Sie ruhig vorbei. Komm. Oh Gott, nicht unser Suspekt umfahren. Genau. Na gut, Leute, ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Das war jetzt. Das war echt eine längere Folge heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der weiteren Folge von LSBDFA. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.